Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Es ist jetzt schon der dritte Tag in Folge, dass ich aufnehme. Ich muss mir mal gerade hier meine Tastatur wegpacken, weil die brauche ich jetzt nicht. Ja, gibt übrigens nichts Neues. Wer hätte es gedacht? Und ich wollte jetzt mal hier in die Leiter gehen. In die Leiter. Wo kommt man denn da raus? Ich bin jetzt leicht verwirrt. Wollte ich? Jetzt fahren hier wieder die Autos lang, ne? Ganze Zeit Stille. Okay, hier war ich schon mal. Dass ich innerhalb von einem Tag sowas vergesse, ne? Schlimm ist das. Da kommen wir auf jeden Fall zurück. Aber das macht jetzt hier so keinen Sinn mehr. Komm, wir schieben hier einfach mal ein bisschen rum. Ne, nicht Chen. Wo ist denn der Dave? Da ist der Dave. Das bleibt offen, oder? Sieht danach aus, das ist schön. Weil ich dachte, ich müsste das jetzt wieder alles so rumschippern, ey. Ich hab's eben vergessen bei dem Onyx. Ich weiß nicht, wo wir das Zeug hinschieben müssen. Beziehungsweise hier unten ist ja... Da auf der linken Seite war ja... Ein Stein... Ah! Nein, andere Richtung. Dann kommen wir dahin. Und ich glaube, da waren wir noch nicht. Haben wir den nicht hier runtergeschubst? Kann das sein? Ist möglich. Keine Zwischenkämpfe. Ja. Oh, nee, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Wenn ich wüsste irgendwie, dass da gleich in so ein Pokécenter kommt. Jo. Aber so nicht. Mein Freundchen. Zubat? Nee, Kleinstein. Und hoch da. Ich meine, hier wären wir schon gewesen. Ich meine, schon auf der linken Seite waren wir, meine ich mal. Wir konnten nicht hier hin, weil wir halt dann diesen Felsen gegen diese Wand da gedrückt hätten. Ja, da haben wir den Stein runtergekickt. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Da können wir wieder nach unten klettern oder nach oben. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ah. Ich habe wieder lecker gegessen. Lecker gegessen. Und zwar habe ich mir ein paar... wie heißt denn das? So ein Grillkäse. Habe ich mir im Backofen gemacht. Finde ich immer sehr lecker. Und dann noch so kleine Nürnberger Würstchen, die so ein ganz bisschen scharf waren. Die waren auch ganz lecker. Jetzt bin ich voll. ich möchte ungern, dass mir die Shen wegstirbt. Oh, das sieht nach Ausgang aus.
Ha! Hier ist bestimmt auch noch was. Nee. Okay. Oh, das sieht nach Ende aus, aber was steht denn hier dran? Oh, ein Schalter. Das Pokémon, die gehabt, hier ist die höchste, ja, bla. Die Fresse. Oh, das ist aber nicht symmetrisch, Leute. Soll es auch, glaube ich, nicht sein. Was ist da auf der linken Seite? Ich will wissen, was auf der linken Seite ist. Hier kommen ja keine Zwischenkämpfe, deswegen können wir da mal schnell hin. Ah, wow. Farbe hat sich geändert. Okay, die Musik bleibt. Wow, jede Menge Pokémon-Gegenstände. Gegenstände vor allem. Oh, Dankeschön. Jetzt kommt hier wieder irgendein Ding vorbeigefahren. Mit 3 km/h. Traktor, der ist heute schon... 3-mal habe ich den jetzt schon gesehen. Hey, warte, du Champion im Spiel. In der Pokémon-Liga trittst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du... Oh, ganz von vorne beginnen. Das hört sich danach an, dass wir nicht zurückkommen. Wenn ich nicht allzu schief gesungen, also gesungen vor allem, gedingt habe, wird man vielleicht raushören können, dass das irgendwas von Nightmare Before Christmas war. Wir heilen deine Pokémon, bla bla bla. Ja, ja. Nee, ich wollte doch... Heil das doch bitte. Okay. Was haben wir denn hier noch? Supertrank? Ich tue mir die ganze Scheiße hier wegpacken, die ganzen TMs und so. Das macht jetzt zwar noch voll den Sinn, aber ja. Dass es immer nach oben springen muss, ne? Nein! Na gut, dann lagere ich halt das Fahrrad. Meine Nase juckt. Heilige. Nein, jetzt ist auch gut. So, was kann man denn hier noch Feines kaufen? Hallo. Nein. Ich möchte was kaufen. Hyperball, Superball, Top-Genesung, Top-Trank, Hyperheiler, Beleber, Top-Schutz. Ich muss mal gerade gucken, was hier der Unterschied zwischen einem Hypertrank und einem Hyperheiler ist. Das hat sich für mich immer noch nicht erschlossen irgendwie. Weil wenn der Heiler noch irgendwie so Zustände heilt, dann kaufe ich natürlich den, vor allem weil der günstiger ist. Die.
Fähigkeit steigern. Für die Gesundheit. Hyper... Ah, okay. Der Hyperheiler tut nur Zustandsveränderungen heilen. Und der Hypertrank gibt 200 KP zurück. Das heißt, wir kaufen beides. Okay, die haben keinen Hyperheiler. Nee, Hypertrank. Machen wir mal 15. Okay. Beleber kaufen wir auch noch ein paar. 5. Ich glaube, ich habe noch 2 oder so. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Top-Trank und Top-Genesung. Ach, fuck. Ich hätte Top-Genesung kaufen sollen. Glaube ich. Top-Trank gibt alle KP zurück. Top-Genesung heilt Zustandshändler und gibt alle KP zurück. Huch. Das ist so teuer. Haben wir hier nicht irgendwie noch... Nee. So. Ich speichere mal hier ab. Ich habe zwar immer noch ein bisschen Geld. Man kann es ja mal so probieren, ne? Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück! Ich glaube, wir können nicht zurück. Oh, Wasser. Ich hoffe mal, dass man das von den Umgebungen irgendwie ausmachen kann, wer hier ist. Alter. Na, das war ein anderer Trecker. Ich hoffe mal, dass man das machen kann. Deswegen... Dennis, kommt mal nach oben, weil hier sieht es sehr nach Wasser aus. Das ist voll nerdig. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei. Also... Lorelei ist doch ein Vibe, oder? Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Moment. Oh, jetzt kommt ja schon wieder ein Trecker. In der Zeit hole ich mir einen Stift. So. Dann schreibe ich mir alles haarklein auf. Ich denke nämlich nicht, dass ich die Arena beim ersten Versuch schaffe. So, 1. Eis. So. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Ah, bist du bereit? Ich glaube, wir hätten doch Christoph nehmen sollen. Aber ich weiß ja nicht, wie der Dennis hier so ist. Aber was hat die denn? Was gibt's denn für... Ach, Nerd. Nerdy Purdy. Ein Dugong. 54. Dugong. Muss ich gleich mal gucken, ob wir zurückkommen. Das war doch schon mal gut. Okay. Yay, Dennis erreicht Level 47. Das ist sehr schön. Yay! Oh, das ist schön, dass sie jetzt noch leveln alle.
Ein Austoss. Ich glaube, ich bleib hier mal bei Dennis. 53. Dann ging daneben. Ah. Oh nein, das ist das, was immer angreift, ne? Wow. Ich hätte es heilen sollen. Ich glaube, das war scheiße, ne? Oh, es ist so ätzend. Und es greift weiter an. Und Alex ist jetzt auch tot. Was ist denn gegen Austoss gut? Ich habe auch noch einen Top-Beleber gehabt. Na gut. Den wollte ich nehmen. Dass die Dinger hier auch alle gleich heißen, ne? Nein. Ach, Dennis, ey. Würde ich direkt noch hinterher treten, ey. Oh, immer diese Attacken, die mehrmals angreifen, das ist so dumm. Ja! Puh. Yes! Das ist doch mal... Ein Lamus, aber Lamus ist doch... Wer heißt du? Lamus. Nee. Ich heil das jetzt hier erst nochmal. Oder? Ich weiß es nicht. Komm. Und jetzt macht das irgendwas, was total viel abzieht. Surfer. Ja. Gut. Stimmt, Alex ist auch tot. Scheiße. Draußen fliegen Vögel rum. Oh, scheiße, ich bin so dumm. Nee.
Oh, was kann man denn da nehmen? Ich weiß nicht, was Lamus für... für ein Dings ist. Wow. Überkiller. So, Lars ist auch tot, ne? Nee, doch nicht. Was kann man denn da nehmen? Keine Wirkung. Okay. Bei Lamus muss ich Shen nehmen. Das war so ein... sieht ein bisschen auch... Wie heißen denn die Viecher? Die mit den Schlangenköpfen. Nee. Aber es war schon die, die ich mir gedacht habe, aber anders. Ja, da sind wir dann wohl hinüber, ne? Ja, direkt rausgeschmissen. Moonshine. Wir sind hier wieder aufgeladen, ne? Ja. Okay. Ach, Dennis ist noch oben, das ist schön. Bla bla. Stand zwei Runden Schlaf. Ich dachte, das tut sich erst nach den zwei Runden aufladen. Das ist unfair. Mann, ey, da kriege ich echt ein Raster.
Okay. Und jetzt kommt die Shen. Yes. Sehr gut. So. Ah, fuck. Okay. Ich glaube, die stirbt, ne? Jetzt kommt dieser dreckige Hurenwichser von Traktor wieder hier hochgefahren. Nee, doch nicht. Okay. Dann ist tot? Ja, dann ist es tot. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Christoph hier was reißen kann. Ja, gut. Schreibe ich mir auf. Christoph. Stopp, halt an. Dankeschön. Machen wir einen Schlitzer und dann ist gut. So. Ein Labras. Was ist das? Bleib mal bei Christoph. Wasser-Pokémon. Nice. Dann kommt jetzt der Alex. Der macht mal Erdbeben. Zieht das viel ab? Nice, ey, super. Ja, ja. Ach komm, ey.
Wen habe ich denn jetzt noch? Den Lars. Den Lars habe ich noch. Ja, ja, fick dich, du dumme Hure. Jo, ich werde mal ein bisschen leveln, ne? Bis denn, ne?